Ich habe heute eine richtige Herausforderung von mir. Ich werde etwas machen, was gleichermaßen den Mädchen oder den Damen Spaß macht, weil es im Wohnbereich verschönernd wirkt. Gleichzeitig kommen sicher auch die Männer auch frei damit, weil man Sachen aufwärmen kann und praktisch was tragen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen ein Tableau und zwar in meinem wunderschönen Keller, den ihr vielleicht vom letzten Mal noch kennt. Es hilft alles nichts, wir sind noch zugeschnitten. Wir gehen wieder runter, aber ich habe schon jetzt seit dem letzten Mal ein bisschen verziert, werdet ihr gleich sehen. Ich hoffe, es fällt euch sofort auf, wie wunderbar jetzt dieses Kellereck geworden ist, seit ich diese zwei Großplakate aufgehängt habe. In Wahrheit ist es gleichzeitig ein Appetizer für das Jahr. Wir werden auf jeden Fall einmal den Wacholder porträtieren und die Pappel werden wir uns auch nehmen. Na, ich finde, es ist sehr gelungen. Aber jetzt geht's los. Jetzt ist Schluss mit lustig. Übrigens, wenn wir schon von Tableaus reden oder eins machen, das habe ich mir auch mal gemacht, ist schon ein paar Jahre aus und das nehme ich echt gern her. Das taugt mir voll. Ja, ich habe wieder meine alte Brettersammlung durchforstet. Mir taugt das ja irrsinnig, wenn dann wieder ein paar Bretteln da kommen und man kann dann was Cooles draus machen. Und aus diesen Bretteln werden wir dieses Tableau machen. Die Herausforderung, was da ist, ich möchte nämlich, dass von der Farbe her Natur ist. Die andere Seite ist allerdings weiß, das heißt, das müssen wir irgendwie überarbeiten. Das wird so ein längliches, schmales Tableau, aber das werden wir schon irgendwie zusammenbringen. Das ist gut. Huh? 1, 2, 3, 4. Kümmern Sie später. Schauen wir, ob das geht. Oh, so. Da muss man alles tiefer noch hinten. Muss ich mal probieren, ob das überhaupt geht. Diesmal machen wir es mit 45 Grad Ecken, aus dem Grund, weil wenn wir das schneiden, dann haben wir ein neues Holz heraus, optisch, und das ist nicht schön. Und so können wir das eigentlich super verstecken und es schaut trotzdem noch alt aus. Also auch ein Eck haben wir. Wow! Müssen wir noch schnell. Ja, die Grundform schaut schon lässig aus. Wir werden es noch niedriger machen, dass das Ganze ein bisschen elegantöser rüberkommt. War auch ein voll liebes Balkonkistel, muss ich sagen. Vielleicht mache ich mir sowas einmal. Da konnte ich es sogar weiß lassen drinnen. Aber wir machen ja ein Tableau. Nachdem ich leider keine Absagung habe, wie ein richtiger Tischler und auf eine Staublung auch nicht scharf bin, mache ich sowas selber heraus. Im Sommer war jetzt das sowieso heraus. Und jetzt schleifen wir da den Lack an. Das muss gar nicht, weiß Gott, wie schön werden. Da darf das eh so ein bisschen oben bleiben. Dann schaut das wieder so old style aus. So, jetzt heft man es aber nur zusammen, die ganze Kiste. Ist natürlich für einen Metallbauer oder für einen Tischler, wenn der sowas sieht, wahrscheinlich der totale Albtraum. Aber da ist gerade eben wichtig, dass man nicht genau arbeitet. Das macht eben diesen Reiz aus und bei mir ist eben ist das Riesentalent da, ich kann gar nicht so genau arbeiten. Das ist unser Boden und den zeichnen wir uns jetzt da ein. Ja, der schaut super aus, der Boden. Der hat richtig Patina. Den schneiden wir dann da aus und dann bauen wir ihn da rein.
Fühlst du? Man wird andauernd beobachtet. Es ist sogar, es dürfte reingehen. Ihr dürft es beim ersten Mal hinkriegen, wenn mich nicht alles täuscht. Wollen wir ein bisschen nachhilft. Jawoll! Jetzt haben wir einen Boden drin. Der Keller ist heftig, ich weiß. Irgendwann Rahmenzaum, ich verspreche es euch. Aber ich habe da so ein Grammurilon und da schaue ich ganz gern, ob ich irgendwas finde, was ich da brauche. Ah, das ist cool, ja. Das oder das, irgendwas von dem, jetzt hätte man sogar ein zweites. Das werden wir probieren und vielleicht habe ich von dir auch noch ein paar. Die werden wir auch noch rein nageln. Vielleicht mache ich beides. Geht schon. Ja, entweder probieren wir das so. Ja, schaut auch lässig aus. Oder wir tun das so. Das muss ich mir noch überlegen. Aber jetzt müssen wir es eh einmal gescheit zusammenklopfen. So, jetzt klopfen wir es einmal zusammen, das Kisterl. Das stört nämlich gar nicht, wenn man das ein wenig oder wenn man mal daneben hat. Kein Problem. Naja, man sollte treffen. Irgendwann. Patina. Schauen wir das gleich da noch. Die meisten Handwerker sind ja extrem genau, was auch gut ist. Aber wenn man solche Dinge macht, dann darf man ruhig oder sollte man ungenau sein, weil sonst haben sie einfach nicht diese Optik. Und ja, da muss man einfach loslassen von der Genauigkeit. Fällt mir nicht schwer. Rühren, rühren. Das ist wieder unsere berühmte Chalkband, die Kreidenfarbe. So, ich mache jetzt nur, weil den Pinsel, den habe ich vom letzten Mal noch gehabt, ein paar so weiße Tupfer, weil die drinnen haben wir auch das Weiße, was wir nicht ganz runtergeschliffen haben. Dann tut sich das einfach nur so ein bisschen. Immer schön, wenn man Farben so ein bisschen wiederholt. Dann kriegt es mehr Einheitlichkeit. Man muss da wahnsinnig aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Vorher ist selber gut, vielleicht auf dem Brädel ein wenig probieren. Okay, so schaut das aus. Ja, die passt super. Weil da bei den Ecken habe ich nachgeschliffen, da schaut jetzt das Holz zu hell aus. Das werden wir da ein wenig. Und man kann es dann ein bisschen verstreichen auch. Ja, mit der Farbe sind wir fertig. Schaut wirklich cool aus. Und jetzt werden wir da noch ein paar so Kleinigkeiten montieren. Dann kriegt es einfach auch gleich wieder ein bisschen mehr Raffinesse. Ja, das passt gut. Da habe ich ein paar so, keine Ahnung wo ich die habe, so dicke Reisnägel gefunden. Und mit denen werden wir das befestigen. Dann schaut das richtig stimmig aus. Das wird jetzt spannend, ich habe es durchgegangen. Super. Geil. So, jetzt haben wir noch bei jedem Eck. Geben wir auch so einen Reisnagel rein. Ist immer schön, wenn sich ein Material wiederholt, wie bei der Farbe auch. Dann kriegt es einfach noch mehr Einheit. Na, es ist richtig herzig geworden, richtig lieb. Jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir noch schnell einen Sprung raus, dass wir
sich einfach inspirieren lassen, was wir das nächste Mal dann. Also wenn es nach mir ganz persönlich geht, ist das meine absolute Lieblingsfüllung. So mag ich das. Nachdem wir heute einmal die ersten Sonnenstrahlen seit langem genießen, darf ich einmal sagen, wir werden sie jetzt dann bei den nächsten Drehs was einfallen lassen Richtung Hummeln, Wildbienen, weil die werden bald aufwachen, wenn es jetzt dann doch einmal Frühling wird. Da wollen wir vorbereitet sein auf dieses wunderbare Frühlingserwachen. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und isst meinen Bullerl. Ah, gut.